Moin, moin, Mitte der Woche, Bergfest und heute der Blick auf Silber. Wenn man sich den Silberchart so anschaut, dann kann man gut und gerne auf die Idee kommen, dass da schon lange Bergfest war, nachdem wir hier ein Multi-Jahres-Hoch erreicht haben. Es bleibt hochinteressant, was hier im Silber passiert. Deswegen heute Silber, der Top-Peak in unserer Sendung. Dazu der Blick auf den DAX. Guys, wir gehen über 13,9 Richtung 14.000. Verrückt. Nach der letzten Woche hätte das so schnell keiner geglaubt. Das ist hohes Momentum. Da gibt es immer wieder Chancen, auch in beide Richtungen. Und dazu schauen wir dann noch auf die aktuelle Verortung des Währungspaars britisches Pfund, japanisches Yen. Und selbstverständlich Zeit für Wunschmärkte. Ich habe gestern gesehen, da ist mir doch entfallen, das Cable zu analysieren. Wenn das Cable heute wieder von Interesse ist, bitte einfach rein in die Chats und dann nehme ich das Ganze entsprechend auch mit auf. Ist gestern untergegangen, sorry dafür. Bevor wir hier loslegen, auch erst einmal noch ein Dankeschön für all diejenigen, die hier guten Morgen sagen. Freut mich sehr, da weiß ich auch, dass alles okay ist. Däumchen hoch, gefällt mir immer gut. Risikohinweis haben wir auch, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit schauen wir mal auf die Nachrichten. Heute stimmen sie. Gestern hatten wir ja die gleichen schon auf der Uhr. Was ist wichtig heute? Es gibt einen Begleittext der EZB. Da muss man schauen, wie es auf den Euro wirkt. Ansonsten, die Briten bringen den Einkaufsmanager-Index um 10.30 Uhr. Verbraucherpreise um 11 Uhr in der EU. Und hier eine kleine Überraschung in Anführungsstrichen, die Analysten rechnen hier tatsächlich mit 0,5% Anstieg. Thema Inflation nehme ich am Freitag nochmal ganz kurz mit rein. Das hatte ich ja schon mal vorab avisiert, dass wir hier mal drüber sprechen wollten, was das Thema Inflationsplanung auch angeht, woran man schauen kann, dass Inflation so langsam aber sicher auch in den Preisen anfängt, sich durchzusetzen. Das kann jede Traderin und jeder Trader relativ gut nachvollziehen. Wir schauen am Freitag im Spezial einfach mal dort drauf. Ansonsten heute Nachmittag Zahlen vom Arbeitsmarkt in den USA. Wir sehen es hier um 14.15 Uhr ADP Beschäftigungsänderung. Dann gibt es um 16 Uhr den ISM Einkaufsmanager Index für die Dienstleistung und am Abend oder beziehungsweise am frühen Abend bei uns in Deutschland um 16.30 Uhr gibt es dann die Rohöllagerbestände. Und vom Rohöl gab es gestern, ich muss mal kurz checken, auch den API Rohölbestand minus 4,26 Millionen Barrel waren hier zu sehen. Mal schauen, was wir heute haben. Also die Rohöllagerbestände, die nehmen weiterhin ab. Mal schauen, wie der Ölpreis drauf reagiert. Es ist nicht immer die gleiche Art und Weise, wie der Ölpreis reagiert. Wir müssen hier an dieser Stelle immer auch das Zusammenspiel mit der Bezahlwährung sehen und deswegen das Ganze mit auf dem Schirm haben. Charttechnisch sieht es bullisch aus im Öl, aber wenn der Dollar deutlich stärker wird, dann kann hier die Rallye durch den stärkeren Dollar durchaus unterbrochen werden, wie auch bei anderen Rohstoffen oder auch Edelmetallen. Ein steigender Dollar eher erst einmal zu sinkenden Kursen führt. Das passt übrigens auch ins Bild zum Silber und den Silberchart. Den nehmen wir uns hier gleich mal noch zur Brust. Ich mache den Chart auch gleich mal groß, dass hier jeder nur die entsprechenden Zahlen sieht, um das hier so gut wie möglich auch mitzunehmen. Also, wir haben hier den Silberpreis an dieser Stelle hier. Und Moment, das wollte ich jetzt nicht. Den Silberpreis in seiner Verortung. Wir sehen es aktuell verortet ganz klar in einem sehr stabilen Aufwärtstrend. Ging deutlich nach oben, aber hier oben um die 30-Dollar-Marke. Ja, da war einfach der Deckel drin. Ich gehe mal ganz kurz in den Monatschart rein. Da sehen wir, wo halt dieser Deckel auch mit herkam. Hier in diesem Drehbereich, den wir hier haben. Das war halt ein sehr, sehr starkes Umschichtlevel zur Unterseite hin. Da hat die starke Abwärtsdynamik deutlich an Fahrt aufgenommen hier oben. Das ist ein weites Kursziel und davor sozusagen hier an dieser Stelle die 30-Dollar-Marke unten drunter. Und das ist halt der Bereich, hier sieht man es, in dem der Markt kurz innegehalten hat, nochmal gelupft hat und dann wieder nach unten geschoben hat. Und die 30-Dollar-Marke war zugleich auch das kleine Zwischenhoch hier, was wir im Jahr 2020 gesehen haben. Da oben wird die Luft halt dann einfach irgendwann zu eng.
eng oder zu dünn und dann zack nach unten. Was hier passiert, wir haben es gesehen und gehört auch in den Medien. Der ein oder andere hat hier gestern auch sogar schon im Facebook-Livestream geschrieben, dass hier die Trading-Gemeinschaft der privaten Trader sich zusammengeschlossen hat und in diesem relativ engen Markt die Preise massiv nach oben getrieben hat. Und natürlich kann man jetzt die Frage stellen, können die das nochmal machen? Natürlich, sowas, solche Attacken können immer kommen. Es ist aber halt einfach nur die Frage, wie nachhaltig das Ganze sein wird. Ist denn genug Geld vorhanden, das nach oben zu treiben? Oder sehen wir solche Sachen, wie wir beispielsweise, Moment, wir gehen mal ganz kurz bei der Aktie von GME, einfach nur, um mal kurz zu zeigen, ja, Aktien haben nichts mit dem Währungsmarkt zu tun, aber die GME, die GameStop, das ist ja jedem auch mittlerweile bekannt, der hier im Trading-Bereich ein bisschen unterwegs ist, der sieht es ganz klar. Hier ging es massiv nach oben. Wenn die blöde Werbung weggeht, sehen wir es auch. Zack, so, also hier ging es massiv nach oben. Von was haben wir hier unten gehabt? 18 Dollar auf knapp 400, über 80. Und jetzt stehen wir schon wieder bei 90. Extrem volatil, die ganzen Geschichten. Na, war klar, wenn plötzlich die Käufer fehlen, wenn keiner mehr kaufen will, wo sollen die Preise denn dann hingehen? Dann fallen sie ins Bodenlose, in den Keller. Und das ist das, was durchaus mit Silber genauso passieren kann, wenn plötzlich kein so extremes Kaufinteresse mehr da ist. Was soll dann passieren? Ne? Nix. Und diejenigen, die jetzt gebraten werden, weil die Gewinne immer kleiner werden oder die Minuspositionen immer größer werden, die müssen halt verkaufen. So, und wenn die verkaufen wollen, brauchen die ja jemanden, der die Preise bezahlt zur Abnahme. Und wenn aber zu den Preisen keiner kaufen will, zack, geht's abwärts. Also Silber hoch im Fokus hier. Der Trader, wo sind wir verortet momentan? Ich habe es gestern in meiner Vorbereitung gesehen. Heute ist das Ganze weiterhin so. Wir haben hier ein Supportband, ein Schwungbereich um die 26,75. Das sehen wir, das kommt historisch ein bisschen von hier drüben. Letztes Jahr war das gewesen. Der Schwungbereich hier, da war es Support, dann wurde es zum Widerstand, dann wieder zum Support, dann wieder zum Widerstand. Aber jetzt haben wir hier definitiv ein Support-Level an dieser Stelle stehen. Und dieses Support-Level an dieser Stelle ist halt der Ausgangspunkt, den wir jetzt haben. Und da haben wir halt zwei Dinge auf der Uhr. Zum einen natürlich hier der Abprall und Wiederaufnahme dieser Trendrichtung nach oben. Wenn ich das mal kurz hier anmache, schaut mal hier, das ist der untergeordnet laufende Aufwärtstrend. Ich mache hier ein bisschen größer, ein bisschen dicker das Ganze, dass man sehen kann. Schaut hier, das ist schön der laufende Aufwärtstrend momentan. Der ist massiv korrigiert worden, auch deutlich tief an dieser Stelle. Sieht man auch hier entsprechend im Entry Bar, wenn ich den mal ganz kurz reinmache, hier an dieser Stelle. Da sieht man hier, wir sind in eine ordentliche Korrektur reingelaufen und jetzt hat der Markt halt in genau diesem Level die Chance, die Oberseite wieder zu bedienen und nach oben reinzulaufen. Die Frage ist halt nur, wird das passieren? Fallen wir unter das heutige Tagestief? Dann schaut es nämlich eher so aus, dass wir hier Richtung Tagestief von gestern laufen und dann die Auffanglevel auf Tagesbasis erstmal interessant wären. Das wären also hier im etwas größeren Kontext das Level um die 26 US-Dollar, als hier dieser starke initiale Schub eingesetzt hat und dann hier der Supportbereich um die 25 US-Dollar. Das sind Marker, die wir durchaus auf der Unterseite auf der Uhr haben. Aber das ist nicht alles, denn wenn wir hier mal kurz reingehen in den Stundenchart beziehungsweise in die untergeordneten Zeiteinheiten sozusagen, dann sehen wir, da ist noch deutlich mehr Potenzial da, ohne dass der Markt gleich massiv hier nach unten gehen muss diese Sachen, denn hier sehen wir in den kleineren Zeiträumen sehr, sehr schön die Anlaufbereiche auf der Ober- und der Unterseite. Und wir sehen jetzt hier halt beispielsweise, dass wir den Abwärtstrend auch da haben. Hier, ich mache es mal ganz kurz rein, Lower Timeframe. Hier sehen wir, der fällt nach unten weg. Und jetzt haben wir hier den Gegentrend. Und dieser Gegentrend ist Korrektur, aber wenn man das mal so ein bisschen in den Kontext reinsetzt, das ist der Korrekturarm hier und der Korrekturarm ist halt hier extrem nach unten rangelaufen und da stellt sich halt die Frage, wie viel Kraft hat das Ganze und ist das vielleicht nur eine Korrektur? Läuft es nach oben weiter, also hier heute über das Tageshoch oben drüber, dann ganz klar ist das nächste Anlauflevel mal hier dieser Drehbereich um die 27,80, den haben wir hier oben und dann der Ausbruchsbereich hier, als der Markt hier massiv nach unten gegangen ist und sich diese Abwärtsdynamik so hochdynamisch nach unten ausgeweitet hat, um die 28
20. Und wenn wir dann wieder in diese extreme Übertreibung reinlaufen, dann haben wir hier oben noch ein paar Anlaufpunkte. Das ist die Marke um die 28,70 und die 29,20. Also das ist einfach mal bezogen auf diesen letzten starken Bewegungsarm zur Unterseite rauf. Und wenn wir uns diesen Arm mal kurz näher anschauen wollen, das ist ja der, der für die kurzfristigen Trader interessant ist, dann gehen wir jetzt noch mal eine Nummer kleiner. Das heißt, wir gehen mal hier in den 5-Minuten-Chart rein und da sieht man halt, woher diese Level auch kommen, die ich hier angezeigt habe. Also hier sieht man es, Bewegung, Korrektur und dann eine massive Abwärtsbewegung, die wir hier haben. Und hier sieht man halt die Umschwungbereiche und das Ganze hat hier oben angefangen bei 29,20. Das heißt, alles, was wir bis da hoch sehen, ist erstmal Gegenbewegung zu dem letzten Schub, den wir zur Unterseite bekommen haben. Und der hat durchaus Potenzial, sich nach oben auszudehnen. Aber, und jetzt kommt halt das große Aber, sobald hier Schwäche reinkommt und so sieht es momentan halt aus im Markt, dass er nicht so richtig nach oben möchte, da sieht man halt, welche Level auch interessant werden. Und diese Marke hier um die 27,27 bis 27,30, das sieht man halt hier, das war marktrelevant und hier kam der Druck halt rein und jetzt sind wir hier schon wieder runtergefallen und das ist jetzt mit Bezug auf den Stundenchart hier eher erstmal etwas in Umkehr, denn dieser kleinste Bereich, also dieser Trend, der hier nach oben läuft aktuell, ich mache es kurz etwas größer, dass man es besser sehen kann, der ist schon wieder nach unten unterwegs. Und da wird sich jetzt in Kürze entscheiden, ob der Markt tatsächlich rumdreht oder die Kraft hat, nach oben zu fliegen. Und das sehen wir relativ gut auch, wenn wir die Trendverläufe beobachten. Das heißt hier, schaut mal, hier ging es rein, Bewegung, Korrektur, dann hat sich der Trend gebildet hier nach oben, schön raufgelaufen nach oben. Das ist das trendige Verhalten hier an dieser Stelle, was wir schön haben. Und jetzt haben wir eine andere Situation. Jetzt haben wir nämlich hier die Gegenbewegung. Hier, die hat an diesem unteren Trendlevel angehalten. Korrektur und dann den Schub nach unten und jetzt wieder die Korrektur. Und wir wissen ja, wenn sich das Ganze fortsetzt hier unten drunter, sprich das für eine Trendfortsetzung im Kleinen, dann erstmal den Anlaufbereich an dieser Stelle hier um die 26,40 beziehungsweise unten am Zwischentief, weiß gar nicht genau, wo das jetzt ist, um die 26,25 in etwa rum. Das sind die kurzfristigen Marker hier und das spricht dann halt dafür, wenn diese Umkehr weitergeht, dass der Markt sich zur Unterseite orientiert, heißt also an dieser Stelle hier den Weg nach unten fortführt und wir dann hier das Support-Level verlassen und uns Richtung aktuell dem Tief hier unten nähern, also diese Marke hier unten. Und das ist dann wichtig, wenn es da wegläuft, dann kommt hier zunächst erstmal der Auffangbereich, den ich auf Tagesbasis schon gezeigt habe, die 26-Dollar-Marke, auch psychologisch wichtig, finden sich auch hier keine Käufer. Schaut mal, dann haben wir hier noch untergeordnet zwei Anlaufbereiche. Das wäre einmal das Drehlevel um die 25,75 und hier unten die 25,35. Das ist also das, was wir hier ganz stark im Silber sehen. Und wer sich sagt, Mensch, wie sieht denn das aus mit den Rohstoffen und dann um dem Thema Währung, da müssen wir nur mal ganz kurz auf den Goldmarkt schauen, da sehen wir nämlich, wie der aussieht. Das sieht ganz klar abwärtsgerichtet aus. Das heißt, wenn diese Anomalie jetzt wegbleibt, dieser privaten Trader, die sich hier zusammengeschlossen hat, dann sieht alles danach aus, dass der Markt wieder deutlicher nach unten rumdreht. Und da möchte ich ganz kurz nochmal hier auf den Future von den Währungen eingehen, halt hier die Currency Future, den US-Dollar. Und da sehen wir halt, der sieht momentan stark aus. Der hat einen Aufwärtstrend und der Aufwärtstrend macht halt die Währung stärker. Und hier sehen wir das dann halt in diesem Fokus. Der Aufwärtstrend ist da. Der läuft, der ist richtungsführend und hier können wir erstmal zunächst davon ausgehen, wenn dieser Trend sich fortsetzt, dass wir hier Richtung 92 US-Dollar laufen und das ist halt genau der Punkt, der macht dann halt hier die Kurse, drückt die Kurse nach unten, sowohl im Gold als auch im Silber. Und wenn jetzt sozusagen die Käufer wegbleiben, dann spricht im Silber einiges dafür, dass der Markt erst einmal eher nach unten läuft, wenn er das so spielt, wie es auch im Gold gespielt wird. Das heißt, hier fehlt dann plötzlich die massive Kaufnachfrage. Möglicherweise werden die Privaten jetzt ängstlich. Das heißt, es gibt einen deutlicheren Verkaufsüberhang plus einen steigenden US-Dollar. Das drückt massiv auf die Preise und dann würde das schon dafür sprechen, dass wir hier wieder deutlich zur Unterseite laufen. Das entsprechend hier
Der Blick in den Silber. Wie schon gesagt, hier das Silber. Und wie schon gesagt, wir haben kurz hier auch die Anfrage auf den Goldpreis bekommen. Und im Gold, da sage ich jetzt ganz klar, ich bin für Gold momentan aus der klassischen Charttechnik eher Short eingestellt. Wo kommt das her? Man kann es relativ gut sehen. Hier, der Markt ist wieder abwärts gelaufen. Wir sind hier unter dieses kleine Zwischentief gelaufen. Der Aufwärtstrend hier, das ist mal jetzt der 4-Stunden-Chart, ist gebrochen. Und wir sind untergeordnet in einem Abwärtstrend. Der ist hier ganz gut zu sehen und wir sehen hier eine schöne Korrektur. Das heißt hier, das ist eine sogenannte Flagge, die wir hier sehen. Wartet mal, so einmal hier und einmal hier. Das ist eine Bearflag, eine bärische Flagge. Da kommt der Ausbruch und der bestätigt sich, wenn wir unter das Tief der Vorkerze fallen. Sprich also an dieser Stelle hier, wenn wir hier mal kurz in den 15-Minuten-Chart reinfahren, schaut mal hier, das ist entsprechend der Ausbruch aus der Flagge. Und wenn wir jetzt hier unten drunter durchlaufen, setzt sich dieser kleine Trend fort. Also hier an dieser Stelle, das, was hier nach unten läuft, setzt sich fort. Und die Anlaufmarker, die wir dann da haben, kurz die Zwischentiefs angesprochen, wäre halt hier zunächst erstmal grob, na, genau, der trifft hier nicht ganz genau die Tiefs, aber grob um die 1835 an dieser Stelle. Dann können wir uns hier orientieren, 1831, 32 rum und dann das Zwischentief hier unten bei 1829. Das ist das Kurzfristige und das führt dann zur Trendfortsetzung zur Unterseite hin. Und wer sich das Ganze auch mal noch anschauen möchte, wenn man einfach mal das Ganze hier spiegelt und nach unten raufsetzt, hier an dieser Stelle, wir können das ja mal ganz kurz machen, da sieht man dann erst noch mal das Potenzial, was zur Unterseite hin da ist. Also das heißt, wenn wir hier mal unten bis reinlaufen, jetzt hoffe ich, dass ich es markiert bekomme. So, zack, das mal unten dran. Und jetzt schalten wir noch mal rum in den 4-Stunden-Chart. Da sehen wir, wo wir hinlaufen können. Das heißt hier unter die 1819 bis rein um die 1815, so in etwa 10, 12, 15 hier. Das ist der Bereich hier unten, wo wir hinlaufen können. Und da sehen wir, da haben wir auch einen Zielbereich im 4-Stunden-Chart. Und wer sich das Ganze mal noch auf Tagesbasis anschaut, das würde dann quasi dazu führen, wenn wir tatsächlich unten drunter durchfallen, dass sich hier auf Tagesbasis auch ein neuer Abwärtstrend bildet. Hier, dass der Stück für Stück nach unten läuft. Also soweit ist es hier auf Tagesbasis noch nicht. Aber an dieser Stelle sieht man es halt, das wäre dann ganz klar die Trendfortsetzung, wenn es hier runterläuft. Und dann haben wir als nächstes die Marke von 1800 Dollar auf der Uhr. Wie schon gesagt, das reine Charttechnik, wenn der Markt so bleibt, wie er ist, ist das eher das, was wir als Trader hier entsprechend erwarten können. Und damit gehen wir zu den Währungen, und zwar britisches Pfund, japanischer Yen. Da hatte ich ja gesagt, sehr interessante Verortung im Moment. Wir sind hier oben auf dem Tageschart am Laufen, ganz, ganz stark nach oben gelaufen. Hier sehen wir jetzt oben drinnen ein relativ starkes Widerstandslevel, hier wo die dicke rote Linie ist, um die Marke von 143. Naja, man kann Drehpunkt 143,50 bis 144, dieses Level hier oben ist ein sehr, sehr starker Widerstand. Wir sehen es, da oben kommt der Markt momentan nicht richtig voran und hier kommt jetzt halt ganz klar drauf an, was passiert. Schaffen wir noch mal eine kurze Attacke oben rauf, dann wird es interessant, was oben passiert. Das heißt, an dieser Stelle hier, an diesem Zwischenhoch, was wir da haben, ungefähr die Marke von 144,10. Wenn wir es dort drüber schaffen, setzt sich der Aufwärtstrend nach oben hin fort und dann wäre mal der nächste kleine Anlaufbereich hier oben, dieses Schwunglevel. Also ich kann es mal noch ein bisschen höher ziehen hier, bis 144 und ein paar in der Mitte der 90er oben rein. Das wäre mal als Ausdehnung des Ganzen ohne weiteres möglich. Aber es sieht halt hier auch schon relativ angeschlagen aus. Und wenn wir uns jetzt mal das Währungspaar britisches Pfund, japanische Yen nochmal anschauen möchte, wir haben hier zwei schwache Währungen. Und jetzt kommt es halt einfach drauf an, welche Währung ist hier schwächer. Das heißt, wenn wir uns mal kurz das britische Pfund anschauen, da sehen wir, der kippt hier oben so langsam um. Ja, der dreht hier oben so langsam nach unten weg und wenn er hier unten unter die 136 fällt, dann ist eher die Richtung nach unten offen. Das ist auch wieder der Keil, den ich schon mal angesprochen hatte, den sehen wir hier im Future ganz genauso und damit sieht man da die Korrelationen, dass der eher schwächer wird. Das sieht man dann auch gut am Währungspaar britisches Pfund im Zusammenhang mit dem US-Dollar. Ne? Und hier das Ganze zu sehen, schaut mal hier die Schwäche, ich zeige es mal ganz kurz, also das ist die Oberseite, das ist die Unterseite und das
ist so eine Keilformation und noch hat der Markt da keine nachhaltige Entscheidung getroffen, aber wir sehen halt hier oben, wir haben eine hohe Konsolidierung, kann man auch sagen, aber wir sehen halt die Schwäche hier unten drinnen und das ganze Bild, das sieht eher so aus, als wenn der Markt hier so ein bisschen rumdrehen möchte. Das kann man sich gut auch mal auf Wochenbasis anschauen, da sehen wir es hier oben. Er ermüdet hier und dieses Level, wo wir hier oben sind, ist halt das große Umdrehlevel und wenn wir hier tatsächlich erstmal abprallen, dann sieht es ein bisschen nach Korrektur aus. So, das ist also die Schwäche hier und wenn wir uns jetzt mal den Yen anschauen, dann sehen wir, dass der Yen schon rumgedreht ist. Also das heißt, der Yen ist deutlich schwächer, ja, und deswegen spielen wir hier zwei schwache Währungen, aber wenn der Yen eine größere Schwäche hat, sozusagen als das britische Pfund, das heißt, wenn der Yen leichter wird, dann schiebt es die Kurse hier nach oben, muss man halt sehen, aber und das ist jetzt das Aber, wenn das Pfund nachholt, dann sieht es eher so aus, als wenn der Markt hier nach unten geht und das ist halt das Szenario zur Unterseite hin und da haben wir auch eine Art Keilformation hier an dieser Stelle, zuletzt hier auch die Unterseite deutlich steiler ansteigend und hier oben wird es halt immer weniger und wenn wir dann hier unter das Tagestief von gestern fallen, dann sieht es eher auf der Short-Seite aus, dass wir hier erstmal in die korrektive Phase reingehen, klar, der kleine Aufwärtstrend hier ist absolut noch intakt, aber wir müssen halt sehen, unten der Auffangbereich um die 142,50 wäre dann erstmal ein kurzfristig legitimes Anlaufziel und das ist das, was wir hier oben sehen. Schaut mal hier, dieser Trendarm ist ermüdet, er ist gebrochen und das zeigt sich halt jetzt auch im Chartverlauf und sollten wir tatsächlich unter das Vortagestief fallen, dann haben wir hier im Kleinen einen Gegentrend am Laufen. Hier rein technisch ist der ja auch schon gebildet, wir sind ja schon drunter gelupft und wenn sich das Ganze nach unten fortsetzt, dann sieht es halt eher so aus, dass wir die Unterseiten anlaufen und dann ist erstmal ganz klar hier dieses Schwunglevel, was wir hier haben, wo der Markt nach oben ausgebrochen ist, das ist erstmal der erste Anlaufbereich und dann können wir uns schön an den Zwischentiefs hier orientieren, die wir da haben. Das sind schon einige Marker, die dann interessant werden auf der Unterseite, wo erstmal Potenzial da ist, bis hier unten rein in die 140,15 in etwa rein. Das ist das nächste größere Auffanglevel, was wir hier in der kleineren Zeiteinheit sehen. Das wäre zunächst erstmal in kurzfristiger Natur das Ziel zur Unterseite. Also hier nochmal kurz angelupft, wenn wir hier unten drunter fallen, unter die 143,13, dann hätten wir hier nächsten Anlaufbereich die 142,50 beziehungsweise hier das Swinglow um die 142,20 und dann hier unten der Bereich um die 141,25 bis 27 beziehungsweise hier der doppelte Auffangbereich um die 135 in etwa. Also das ist, also 140,35, entschuldigt, das hier der untere Bereich mit Blick auf britisches Pfund, japanisches Yen. Und ich hatte es versprochen, das Cable haben wir gestern, habe ich gestern einfach übersehen. Wir schauen uns das Cable jetzt nochmal ganz kurz an, hier auf Tagesbasis. Ich ziehe es mal kurz rüber, mache das Bild ein bisschen größer hier und da sehen wir die Schwäche, die hier so reinkommt. Und wir sehen jetzt halt auch, dass der Markt wirklich scheinbar nachhaltig die Unterseite bedienen möchte. Jetzt gehe ich hier drauf. So, jetzt haben wir so hier an dieser Stelle hier die Unterseite vom Keil. Die Oberseite hatten wir ja auch miteinander beleuchtet hier in unserem Morning Briefing. Das ist halt die Schwäche, die hier oben gerade ordentlich auftaucht. Und da sehen wir es halt, hier ist zwar noch Luft im Keil nach oben, aber hier arbeitet der Markt ganz stark an einer Umkehrformation und diese Umkehrformation bestätigt sich tatsächlich, wenn wir hier unten unter die Marke von 136 fallen. Das wäre der sogenannte Triggerpunkt zur Unterseite hin. Ich mache die Linie mal ganz kurz dick, denn dann haben wir tatsächlich hier einen Abwärtstrend, der deutlich zur Unterseite reinläuft und das ist halt der Weg, der dann nach unten offen ist und das ist das, was wir hier auch in den kleineren Zeiteinheiten sehen, wenn wir hier mal kurz den Stundenchart auch anschauen wollen, da ist der Weg halt wirklich nach unten hin offen und dieses offene nach unten hin zeigt uns halt, wir haben hier mittlerweile einen validen Abwärtstrend mit dem Bruch aus dem Keil nach unten raus und wie schon gesagt, wenn wir hier die 136,09 unten rausnehmen, dann ist der Weg nach unten offen und das Potenzial, was wir dann entsprechend haben, können wir schon mal noch mit abverfolgen. Hier unten raus die Auffanglevel hier um die 135,20 beziehungsweise im noch tieferen Bereich dann hier an dieser Stelle
die 134, 91 und die 133. Also je nachdem, wie tief das Ganze entsprechend nach unten läuft, sind die Anlaufpunkte da. Im Kurzfristbereich sollten wir uns erstmal hier in diesem Level bis 135, 30 aufhalten. Und da sieht man hier am Rande auch immer mal noch so ein paar Zwischenanlaufpunkte. Dieses Drehlevel hier beispielsweise um die 135, 85 rum. Das sind Anlaufmarker, die sind da. Und wenn wir uns das Kleine jetzt mal anschauen wollen, also auf diesen Trend, der hier nach unten läuft, dann müssen wir wieder in die noch kleinere Zeiteinheit reinschauen. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal diesen Abwärtstrend hier an. Da sehen wir, der hat schon wieder rumgedreht und der setzt sich halt fort, sobald wir hier unten drunter durchlaufen. Das heißt hier, wenn wir hier unten drunter reingehen, dann sehen wir hier in den 5 Minuten, gehen wir mal ganz kurz rein in die 5 Minuten, das war der Bewegungsarm, den wir hatten, der ist gebrochen. Wir haben hier den Abwärtstrend, den validen, der kann sich jetzt auch erstmal ein bisschen nach oben hin austoben, also das wäre jetzt auch kein großes Problem. Wir haben hier oben ein Widerstandslevel um die Marke von knapp 36,90 und ein kleines Stückchen oben drüber ist ebenfalls noch ein Widerstand hier sozusagen in diesem Ausbruchsbereich hier, den wir haben. Wenn diese Level tatsächlich auch rausgeholt werden, dann kann die Korrektur sich ein bisschen weiter ausdehnen hier oben in die Swing Highs rein, um die 136,70 in etwa, beziehungsweise hier oben drauf, da haben wir mal das Hoch, auch hier die 136, was haben wir da? 136, knapp 84, so. Da ist einiges da, wo Anlauf- und Umkehrpunkte im Sinne der Abwärtsdynamik sind. Sollten wir rumdrehen, dann wird es halt wirklich interessant. Spätestens hier bei 136,45 darunter geht es nach unten weiter. Und wenn wir da Anlaufpunkte an der Unterseite suchen, dann sind wir halt wieder gut beraten, uns im kurzfristigen Bereich hier an diesen Zwischentiefs zu orientieren. Da haben wir noch eins bei 136, knapp 38 liegen, beziehungsweise dann hier unten drunter hier das Zwischentief bei 136. 30, knapp 25 und dann sind wir schon wieder unten im Low um die 136 bis 136,10. Also diese Marker sind hier da im Kurzfristbereich definitiv mit auf der Uhr zu haben. So, das wäre das. Dann haben wir hier noch die Frage nach dem Ölpreis und dann gucken wir uns den DAX an. Öl, ja, Öl, das hatten wir besprochen. Öl reagiert momentan wirklich trendig nach oben. Wir sehen, wir wollen den Ausbruch haben. Wie schon gesagt, der Ölmarkt, die Zahlen gestern, die waren gut, aber trotzdem kam der Ölpreis dort nicht wirklich von der Stelle. Auf Tagesbasis sehen wir jetzt aber, wie heftig das hier nach oben hin zur Sache geht, ne? Also gestern wirklich der Ausbruch nach oben rein. Wir hatten das Handelssetup ja auch besprochen und der Weg nach oben hin ist jetzt tatsächlich erst einmal frei. Wir haben dieses wichtige Level hier oben um die 54,36 rausgenommen und jetzt ist hier charttechnisch wirklich erst einmal Luft bis oben rein auf die knapp 57,90. Das ist da und ich sage, wie es ist, wenn wir heute wieder gute Ölzahlen bekommen, also die Lagerbestände auch abnehmen, dann spricht ja auch einiges dafür, dass dieser Anstieg fundamental untermauert wird. Klar, da kann der eine oder andere jetzt sagen, gut, das kann auch an Fördermengen und so weiter und so fort liegen, aber für uns Trader spielt das am Ende erstmal keine Rolle. Ich glaube, diejenigen, die an dieser Stelle auf der Long-Position schon unterwegs ist, denen ist das ziemlich egal und wurscht, an was das liegt. Die traden einfach nur den Trend und dieser Trend ist weiterhin intakt und wenn man einfach mal schaut, welches Potenzial wir aus der Korrektur haben, ne? Die Korrektur ist ja der Bereich, den wir hier gehabt haben. Moment, das wollte ich jetzt nicht. Ach Mensch, hier. Mal nach Zahlen. Manchmal funktioniert es nicht richtig. Mal gucken, ob wir das hier irgendwie gefasst bekommen. Jawohl, da haben wir es doch. Ich muss mal kurz klein machen. Also wenn wir uns einfach mal hier die Korrekturtiefe anschauen, ne? Die kam von hier oben rauf nach unten rein, also hier ins Tief rein. Und wenn wir das jetzt einfach mal oben drauf packen, dann haben wir jetzt alleine jetzt rein technisch das Potenzial, oben rauf schon mal zu laufen bis, naja, um die 56,30, ja, und das ist das Interessante an dieser Stelle und wir sehen jetzt hier in der Stunde auch eine schöne Konsolidierung, ein schönes Dreieck, was wir hier oben drinnen liegen haben und wenn sich dieses Dreieck tatsächlich auch wieder bullisch auflöst, ja, wir sind so ein bisschen gerade auch schon dabei. Schaut mal hier, man kann das Dreieck in zwei Richtungen ziehen. Einmal in dieser Seite hier, das wäre das eine. Das ist die aggressive Variante. Und die etwas andere Variante wäre, dass man hier so in etwa die Hochs nimmt, wo man oben raufgegangen ist. Also hier so, Moment, dieser Bereich. Jetzt geht's aber noch. Kleinen Augenblick.
So, mache ich es nochmal. Hier, dieses Level. Also hier in etwa, wenn man sich dieses Level mal anschaut, das ist die konservative Variante. Und wenn die konservative Variante jetzt auch gekauft wird, dann wäre das der Weg nach oben. Zunächst das bullische Szenario und das kann man gut machen. Und auch das Thema Stoppnachzug. Man kann sich auch hier bei den Stops, je nachdem wie eng man den Markt traden möchte, schön an den Zwischentiefs orientieren, das ranziehen und das Ganze schön in Ruhe nach oben laufen lassen. Das also an dieser Stelle der Blick in das Öl. Und damit gehen wir jetzt noch zum DAX. Wie schon gesagt, gestern hier Party-Modus und heute sehen wir den Party-Modus weiter am Laufen. Das ist mal die Stundenkerze, die letzte. Jetzt geht es hier 9 Uhr in den Handel rein und ich hatte es ja schon avisiert in der Besprechung hier für die Umkehrformation, die wir hatten. Wenn dieses Level hier rausgenommen wird, die Marke von 13.700, wäre das das nächste Argument, nach oben zu laufen. Und das ist dann auch passiert. Und wir sehen halt hier an dieser Stelle, wie schön sich dieser Trend nach oben entsprechend fortsetzt und dass auch wichtige Level aus dem Markt einfach rausgenommen wurden. Und jetzt haben wir hier halt auf dem Weg auf die 14.000 nicht wirklich viel, was auffällt. Das heißt, wir haben ja jetzt hier diesen wichtigen Widerstandsbereich, hier die Marke von 13.948 tatsächlich rausgenommen. Ja, das war der Widerstand, da sind wir jetzt drüber gelaufen. Ich nehme mal an, es wird jetzt irgendwann mal noch zum Retest kommen und wenn dieser Retest tatsächlich Bestand haben sollte, dann wäre der Weg aus rein charttechnischer Sicht hier oben erst einmal frei Richtung 14.000. Das wäre das nächste größere Widerstandslevel. Das heißt, man muss schauen, wie es kommt, weil wenn man jetzt das Ganze sich mal so betrachtet, jetzt ist erstmal Luft oben rein. Ja, der nächste Bereich, wo mal Price Action gewesen ist, größerer mit Umkehr, war hier oben, grob um die 14.000 Punkte Marke. Da ist jetzt natürlich ein bisschen Luft mit drinnen. Ja, und wenn sich hier das Ganze erschöpft, schaut mal hier an dieser Stelle, dort an diesem Punkt haben wir natürlich hier ein wichtiges Zwischenhoch. Und wenn sich hier nicht genug Käufer finden, dann könnte es erstmal ein bisschen was an Korrektur geben. Kommt hier aber der Kaufdruck direkt rein, dann ist der Weg erstmal frei bis 14.000, beziehungsweise hier bis um den Bereich hier oben, um die Widerstände, beziehungsweise die Verkaufslevel, die wir hier oben haben, 14.020 bis 14.000, was haben wir hier oben gehabt, 30. Da wird die Luft dann aber, würde ich sagen, irgendwann mal ein bisschen eng, wenn wir wirklich einfach nur nach oben durchlaufen. Irgendwann kommt es dann zur Korrektur und für diejenigen, die die Korrekturplanung auch immer so ein bisschen auf der Uhr mit haben, macht es dann natürlich Sinn, sich diese starken Movements mal mit anzuschauen und wir sehen, wie stark der Trend momentan ist. Ne? Es gab immer wieder Korrekturen, aber die wurden relativ flott wieder aufgekauft. Das heißt, da kann man schön draus traden und wir sehen, mit welcher Dynamik der Markt jetzt hier nach oben läuft. Also das ist auch mal schön zu sehen, ja, für die, die gerne einen Herzkasper kriegen. So sehen mal die Kerzen im Minutenchart aus, was hier ordentlich nach oben zur Decke geht. Aber jetzt noch mal kurz zurück in den Stundenchart. Wir wollen jetzt noch mal ganz kurz schauen, was für diejenigen interessant sind, die sich sagen, okay, wir schauen mal, wie Korrekturen aussehen. Die ganz kurzfristigen Trader traden dann natürlich auch die Korrekturen an sich, aber man muss das Ganze immer in den richtigen Kontext setzen und hier sehen wir es halt. Das ist der sehr stabile Aufwärtstrend, den wir in den 5 Minuten momentan sehen, also quasi der Bewegungsarm, den wir hier haben und das ist das, was sich schön nach oben schlängelt an dieser Seite. Und das ist sehr, sehr stark. Und wie schon gesagt, wenn wir hier eine Korrektur bekommen sollten, ja, dann, wie schon gesagt, die Umkehrformation, wenn es runtergeht und wie schon gesagt, eine Korrekturausweitung her, wäre halt jetzt an dieser Stelle hier als Auffangpunkt mal unten die 13.800 um die 60, beziehungsweise hier in diesem kurzen Bereich 13.880, beziehungsweise das Ausbruchslevel. Das wären erstmal Auffanglevel. Wenn es nach unten gehen sollte, kommt es zu einer tieferen Ausweitung, dann sollten wir uns hier auch an den tieferen Marken entsprechend orientieren. Das heißt an dieser Stelle, das wären dann die Auffanglevel, die wir hier im größeren Bild sehen. Und da haben wir auch einige da hier. Schön die Zwischentiefs hier um die 1800 knapp 38, beziehungsweise hier dann an dieser Stelle hier unten die Marke von 13.742 rum. Das muss man sehen,
Momentan läuft der Markt wie Bolle zur Oberseite hin. Aber wie schon gesagt, diejenigen, die das Ganze im Kurzfristbereich traden, sollten immer mal hinschauen, was an diesen Verkaufsleveln passiert. Und wer hier in Scalping-Richtung unterwegs auch sein möchte, der nutzt einfach das, die Möglichkeiten zu schauen, wann dreht so ein Markt dann rum. So sieht das beispielsweise mal im Minutenchart aus. Ne? Das sehen wir schön. Die Seitwärtskonsolidierung, der Ausbruch, wieder eine Seitwärtskonsolidierung, wieder ein Ausbruch. Und wenn wir sowas mal vom Abverkaufslevel bekommen, dann kann man halt davon ausgehen, dass kurzfristig ein bisschen was zurückgeht wird und wir dann halt diese Level hier unten mal testen, den Bereich 13.880 in etwa. Das sind so Anlaufmarken, die wir dann haben. Das gut und gerne einfach mal anschauen für das ganz, ganz kurzfristige. Gut, das hätten wir quasi dann an dieser Stelle auch besprochen. Ich checke jetzt noch mal ganz kurz, ob wir Fragen haben. Auf Zoom kommt heute keine weitere Frage. Das passt also alles. In Facebook sehe ich auch keine weiteren Fragen. Dann hoffe ich, dass hier jeder zufrieden ist. Wünsche allen einen erfolgreichen Trading-Mittwoch. Bin gespannt, was heute so alles kommt, ob wir auch Nachrichten von der Biden-Regierung bekommen, was hier alles in Zukunft auch anstehen wird. Also es bleibt auch heute wieder ein sehr interessanter und spannender Handelstag. Langeweile sieht anders aus. Also in diesem Sinne sage ich ciao, bis morgen. Planen Sie Ihren Trade und traden Sie Ihren Plan. Bis dahin. Tschüss.